Und damit Moinsen zur 17. Und ich vermute mal, der Typ auf der Auffahrt schläft einfach noch und möchte sich mal ein bisschen wachrütteln, weil sonst kann ich mir das einfach nicht erklären. Ich meine, er ist doch im Grunde schon vor dem LKW. Wieso gibt er nicht einen ganz kleinen Tucken Gas und fährt da rein? Stattdessen bremst er ab, aber dann auch wieder so wenig, dass er noch in den Graben fahren muss. Und das macht er auch alles so ganz entspannt. Er hätte auch ein bisschen stärker bremsen können, um schneller dahinter zu kommen. Aber Auf- und Abfahrten scheinen generell so eine Sache zu sein. Sollten wir einfach abbauen. Es geht um den BMW, der die ganze Zeit links fährt. Der merkt jetzt wohl, dass rechts wieder seine Abfahrt kommt. Ich meine, bei der Verkehrslage hinter uns, es war auch einfach nicht möglich, früher rüberzufahren. Das Drama mit den Abfahrten geht weiter, ne? Es ist zweimal ausgeschildert, wo was hingeht. Abfahrten sollten wir einfach abbauen, die bringen nur Stress. Aber nee, man hält lieber auf der Sperrfläche an, um zu schauen, wo man jetzt hin muss. Ich meine nicht nur, dass er da jetzt anhält, ne, er muss ja auch irgendwann wieder auf die Bahn drauf und das macht er dann wahrscheinlich nicht mit 90, sondern eher mit 30, 40 und die anderen müssen für ihn jetzt schon wieder bremsen dann. Michael hat uns auch was eingesendet und es ist ein bisschen schwer zu sehen, aber da vorne verliert irgendjemand Eis. Ich kann noch nicht ganz zuordnen, wer, weil ich sehe da eigentlich keine LKW oder so. Also können diese Kastenwagen-Transporter Eis verlieren? Geht das? Ich meine, es liegt hier eindeutig auf der Straße. Das heißt, irgendjemand hat Eis verloren und der Kastenwagen fährt da jetzt auf dem Standstreifen, auf der Abfahrt und fährt danach auch einfach weiter. Deshalb lasse ich den Clip jetzt auch weiterlaufen. Aber ich sehe halt keinerlei LKW, der irgendwie dieses Eis hätte verlieren können. Jetzt kommt dazu, dass der Kastenwagen sich jetzt halt hier auf die Bahn drängt und uns dazu zwingt, Spur zu wechseln. Aber ja, lass mal dahingestellt sein. Wisst ihr, wie das so entsteht? Also im LKW ist es mir ja klar, ne, dass Eis auf der Plane gefriert, aber beim Kastenwagen stelle ich mir das jetzt nicht so einfach vor. Vielleicht hat hier jemand eine Idee. Wir müssen wieder in den Pixelbrei, geht um den Mercedes da vorne. Der hat jetzt ja noch keine Schräglage. Plötzlich gehen die Bremslichter an, er fährt nach rechts und hat plötzlich Schräglage. Und tatsächlich ist ihm jetzt gerade der Reifen kaputt gegangen. Ey, wie viel Pech kann man nur haben? Wir fahren hier auf ein Stauende zu und ich würde gerne auf die rechte Spur, weil ich gleich abfahren muss. Ich habe leider die anderen Kameraperspektiven nicht mitkopiert. Auf jeden Fall warte ich eben brav auf meine Lücke, wo ich reinfahren kann. Ich blinke übrigens auch schon die ganze Zeit. Aber gucken ist generell so eine Sache. Ne? Zum einen, ne, eigentlich ist es ein Vorfahrtsverstoß, aber er müsste ja nur 30 fahren. Er fährt aber 18 danach, ne? Und dann ist klar, dass es einen abfuckt. Während sie bei mir alle Zeit der Welt haben, haben sie bei Michel definitiv weniger Zeit. Ich gehe übrigens davon aus, sie sind in der Fußgängerzone, weil ich sehe hier kein Schild. Also ich gehe mal davon aus, es ist überall 30. Ich frage mich halt, muss man da echt überholen? Ist es die 5 Sekunden wert? Vor allem, weil das ja auch echt eng war, ne? Er wirbelt ja die ganzen Blätter dann der Seite auf. Ich wäre mir sogar unsicher, ob er nicht vielleicht doch die Felge einmal irgendwo an Bord schon angedutscht hätte. Also das wäre es mir echt nicht wert. Wir sind hier mit Philipp und Johannes im Model Y unterwegs und wir kommen auf eine Rechts-vor-Links-Kreuzung zu. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nach rechts geschaut hätte. Das sah mir auch noch deutlich mehr wie 20 aus. Industriegebiet 50, auch rechts vor links. Michael hat auch noch einen guten Clip erwischt, ne? Hier kommen Rettungswagen und Notarzt, soweit ich das verstanden habe. Und will der Radfahrer mir jetzt echt erzählen, dass er das Ding nicht hört und sieht? Also das kann ich mir kaum vorstellen. Der Clip heißt, ich mag alte Leute nicht. Ich lasse das jetzt einfach genauso stehen. Wir sind hier flott unterwegs, grob 220. Und hier im Grunde wieder, es ist ein bisschen was los, aber jetzt auch nicht so viel. Die linke Spur ist eigentlich dauerhaft frei, also kann man eigentlich ganz gut drüber fahren. Ab hier kommt dann auch die Motorbremse rein, weil ich eigentlich schon sehe, dass irgendwas passieren wird. Hab aber noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Bulli mich sieht. Und es war jetzt hier nicht sonderlich knapp, aber es ist dennoch extrem unangenehm, so stark bremsen zu müssen. Im Nachhinein denke ich mir übrigens auch, das Blitzlichtgewitter hätte nicht sein müssen.
einmal Lichthupe und dann hättest du auch Fahrer aus nochmal gehupt, dann wäre es gut gewesen. Ich habe schon einige solcher Videos bekommen. Hier zum Beispiel aus Folge 2, wo auch einfach jemand die Spur wechselt und man bremsen muss. Wisst ihr eigentlich, wie lächerlich gering die Strafe für sowas ist? Das kostet einfach 30 Euro, mehr nicht. Und das auch nur, wenn man dabei andere gefährdet. Eine Behinderung kostet dabei gar nichts. Ich bin ja ein Freund des schnellen Fahrens und sag einfach, die anderen müssen halt in die Spiegel gucken. Wer die Spur wechselt, muss in den Spiegel gucken. Und wenn man nicht sicher ist, dass es passt, muss man es lassen. Ich weiß nicht, würden höhere Strafen helfen? Würde sowas helfen, wie dass man die Differenzgeschwindigkeit mit reinnimmt, dass man sagt, wenn der andere mit 200 ankommt und du ziehst mit 130 vor ihn, dass es dann eben kaum Punkt in Flensburg gibt und einen Monat Fahrverbot? Ich weiß es nicht. Ich glaube zumindest, dass die aktuelle Gesetzeslage stark dazu verleitet, das einfach zu machen. Insbesondere die Teilschuldregelung, weil man ja sagt, ja, der andere kriegt doch eh Teilschuld. Ich weiß aber, dass die Schnellfahrthematik immer sehr hitzig ist, deswegen mal schauen, was ihr dazu sagt. Erik hatte hier übers Wochenende Model Y Performance zur Probefahrt. Plötzlich legt der BMW vor ihm den Rückwärtsgang ein und fängt an, rückwärts zu rollen. Erik legt also auch den Rückwärtsgang ein, weil er eben Angst hat, dass der BMW ihm gleich vorne drauf fährt. Als die Ampel grün wird, schießt der BMW dann wie von einer Tarantel gestochen los und macht sie aus dem Staub. Sowas glaubt ja auch keiner, wenn du das nicht auf Kamera hättest, ne? Was war das denn bitte gerade? Mal so eine Frage an die Schweizer und euch, weil das ist in der Schweiz. Hat irgendjemand eine Ahnung, was mit dieser Ampel los ist? Also die pulsiert rot? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach nur Wiederholrate der Kamera ist. Aber dann pulsiert die rot-gelb, das würde ich auch noch erklären. Aber dann blinkt die grün und das ist alles irgendwie gelb oder rot. Hat irgendjemand eine Ahnung, was das ist? Normalerweise sehen wir hier immer die Leute, die über rot fahren. Heute sehen wir jemanden, der bei grün stehen bleibt. 20 Autos hinter ihm gefällt das überhaupt nicht. Wir sind wieder mit dem Michel unterwegs und seht mal, wie lang diese Abfahrspur ist. Ist das nicht schön? Währenddessen links von uns. Und wollte der echt gerade jetzt noch dran vorbei und legt da eine Vollbremsung rein, um doch noch dahinter in die Abfahrt zu kommen? Alter, ey. Aber jetzt kommen ein paar Schleicher. Wer das nicht sehen will, springt bitte zur Sekunde 45. Könnt ihr den Schleicher denn schon ausmachen? Also ich sehe ihn schon. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das nicht merkt, dass man rechts und links dauerhaft überholt wird. Michel hat hier noch ein besseres Exemplar gefunden. Das gelbe Auto, das mag die Mittelspur sehr, sehr gerne. Es mag die Mittelspur immer noch gerne. Wir sind jetzt schon bei 600% Geschwindigkeit. Ja, langsam schließen wir auf. Langsam wird's was. Jetzt, wo wir ihn überholt haben, jetzt kann er's. Ne Zoe hat die Ladeklappe ja vorne. Und ich frage mich immer wieder, bimmelt das im Auto nicht? Auch bei Tankdeckeln frage ich mich, bimmelt das nicht? Gatze, 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 Gatze. Aber keine Sorge, Gatze kann immer noch gestreichelt werden, die hat's nämlich überlebt. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Oh shit, not good. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und wenn es euch sehr gefallen hat, drückt jetzt bitte links auf den Abo-Button. Und wenn ihr euch noch unsicher seid, dann gibt es rechts noch ein Video, das könnt ihr direkt danach schauen. Ist im Grunde genommen das gleiche, nur mit anderen Clips.